die ganzen. Na gut, dann legen wir mal los. Heute mal wieder vier Leute. Markus, du kannst dich mal ein bisschen umgucken, wie weit wir hier mittlerweile gekommen sind. Mhm. Muss erst mal warten, bis die Wand sich hier spawnt. Jetzt. Ja, aber wäre auch so. Also wie gesagt, wir sitzen oben schon mittlerweile das dritte Stockwerk drauf. Mhm, sehe schon. Nein, diesmal habe ich nicht die Decke eingerissen. Ich habe sie jetzt mal einreißen lassen, damit wir die zweite Treppe oben drauf sitzen können. Ja, das ist einfach nur eine Übungssache. Irgendwann geht das. Wenn man drei Häuser zum Einstürzen gebracht hat. Also es gibt tatsächlich keine Begrenzung. Ich habe in der Facebook-Gruppe schon Bilder gesehen, die sind, keine Ahnung, ich glaube irgendwo bei Stockwerk 20 oder 25 rum, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, die sind immer noch dran, nach oben zu bauen. Also wir haben auf jeden Fall gute Ausbaumöglichkeiten. Gut. Ach genau, hier der. Hä? Das war ja auch, ja. Hier stand ein Baum, jetzt habe ich einmal mit der Axt draufgehauen, zack, war er weg. Ja, das hatte ich gerade auch bei mir. Oh. Naja, ich würde mich gerade mal rumstehen, das eigentlich aber. Ja, wir müssen mal gucken. Wie gesagt, wenn es dann irgendwann dunkel wird, würde ich die Dings zumachen, die Wände und so weiter, die Türen. Ja, da kommen die nämlich auch. Aber ich habe schon wieder irgendwas gehört, was gerade so rumschreit. Die kommen mittlerweile wirklich auch schnell, ne? Ich denke, je nachdem, wie lange man dran ist, wir sind ja schon seit jetzt etwas über 300 Wochen dran, also im Game. Das. Welchen Tag sind wir eigentlich? Ich glaube, jetzt läuft ja 24 zu 23 oder 24. Die Frage ist ja, wann diese zwei neuen Gegner kommen. Ich bin mit den alten schon voll ausgesorgt. Die neuen kommen doch, glaube ich, erst, wenn man einmal durchgespielt hat, oder nicht? Ne, die kommen auch so gegen den Tag. Ja, so. Nach irgendeinem bestimmten Tag an. Okay, also ich. Das war jetzt so mein letzter Plan. Dass sie irgendwie nur kommen, wenn man Timmy einmal gerettet hat. Wobei wir irgendwie noch gar keine Anstalten machen wollen, das irgendwie zu erledigen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Ich spiele das Spiel jetzt schon so lange. Ich habe das noch nicht einmal versucht, auch jetzt in meinem Privatspiel. Da bin ich, glaube ich, mittlerweile bei Tag 150 oder so. Ja gut, man kann es relativ schnell durchziehen, glaube ich, so wie ich es gehört habe. Aber wie gesagt, wofür jetzt irgendwie unnötig da ein Spiel abzubrechen? Ich will mich auch gar nicht abhetzen. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie mittlerweile bei Folge 40 in die Drehung. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig. Ich meine, Folge 40 müsste es sein. Mittlerweile 48 oder 40 auf jetzt hier. Das ist ein normaler Gegner. Oh, da kommt gerade eine Gruppe von den normalen. Kommen große. Schade, keine Brandpfeile mehr. Ich mach mal hier das Tor zu. Versuche die mal in die Fallen zu locken. Vielleicht klappt's ja. Ich wollte halt gern noch rein, deswegen habe ich es immer aufgemacht. Ach so, wolltest du nicht draußen bleiben? Nee. Ich dachte, wir machen jetzt hier einen zu und du schlägst dich alleine mit denen da draußen. Zack, dann mach ich mal noch. Und sind dann nochmal rein hier. Ich glaube, da ist einer reingerannt. Ja, Nummer 1 ist platt. Und jetzt wieder durch die Dienstkette. Aber man kann sie wieder durch die Mauer häuten. Nur leider Gottes steht man dann da draußen. Ich habe nur kurz. Danke. Hallo. Wenn die gleich weg sind, werde ich mal ein bisschen Alkohol für uns ein paar Brandpfeile.
Er ist schon tot. Ach ja, mit dem Katana macht das Spaß. Die eine haut schon ab jetzt gerade. Ja, ja. Wo ist denn der andere Große hin? Das ist gerade. Ich habe nur gerade so eine kleine geschnitzelt. Geschnitzelt. Oh, die lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. Ah, wird schon wieder dunkel. Die wird schon wieder dunkel hier so langsam. War nicht irgendwo auch ein Hasenkäfig, oder? Ne? Ja, am Eingang, am Haupteingang unten, weil, glaube ich, rechts oder so. Wenn ich es richtig im Kopf habe noch. Hm. Oh, ich habe Durst. Warte mal, ich habe da bestimmt immer noch. Jetzt habe ich keinen Durst mehr. Noch können wir, glaube ich, sowieso nicht schlafen, ne? Geht jetzt immer einmal bei... in die Höhle, ne? Ich guck gerade mal. Nein, nein, bei weitem nicht. Na gut, dann gehe ich mich jetzt einmal in die Hülle und dann hole ein bisschen Alkohol, dass ich noch ein paar Brandpfeile machen kann. Okay. Na, das also. Sieht ja jetzt aus. Wobei ich hier oben noch 3 Flaschen hätte an Alkohol. Ja, ich bin so fast oben noch. Ja, alles gut. Ich höre doch schon wieder hier. Ach, ja, da brennt. Ja, ich glaube, hier sind wir da. Nee, hier ist jemand. Hat jemand einer deiner besten Tricks vorgeführt? Ja, ich habe es gerade so ein bisschen noch im Rücken vernommen. Arm und noch ein Bein. Hier liegt doch, glaube ich, noch was zu essen da hier, oder? Oder ist schon verbrannt? Ich habe nämlich gerade auch schon mal ein bisschen Kannibalenspeise gemacht. Ja, perfekt. Die Beine und der Arm ist getrocknet. Das hört sich sehr nah an. Oh, ich bin doch jetzt schon wieder auf dem Rückweg. Sei vorsichtig, es könnte was vor der Tür stehen. Ja, das ist ja die Höhle, die innen drin ist. Oh, das sind so mega lange Seile irgendwie. Das dauert Ewigkeit, bis man wieder oben ist. Also auf jeden Fall Minimum ein großer und wahrscheinlich auch so eine alte noch dabei. Eine alte mit Hängetitten oder wie auch immer. Und es schreit zumindest ein bisschen kurz was rum. Ja, es hört sich was an, als wäre das ziemlich. Wäre das fast vor der Tür. Diese Ausdauer hier, ne? Das ist immer. Ja, ist schrecklich. Dass man die nicht irgendwelche Gadgets erhöhen kann. Ich weiß es halt nicht. Ja, doch, die erhöht sich irgendwann. Also, wenn man viel rennt, dann erhöht sich die Ausdauer. Irgendwann hast du mehr. Das siehst du auch, wenn du in das Buch guckst, unter Statistiken kannst du deinen Ausdauerwert sehen. Hm.
Mal reingucken. Okay, mal gucken. Genau. Aber das dauert zu lang. So, wieder draußen. Ich lebe seit 3 Tagen wieder mal. Ich habe neue Schuhe mir gebastelt. Yeah. Das ist nee, aber. Schneegebiet. Mal wieder 30 Brandpfeile. Okay, das ist gut. So. Aber mir passiert jetzt gerade nicht so viel. Schlafen geht er immer noch nicht, ne? Ich vermute mal, dass wir die wahrscheinlich die Nacht durchmachen müssen. Ja. Und mir fehlt noch die komplette Mauer, die ist bei mir noch gar nicht da. Da kommt sie. Ich höre schon wieder was Großes. Ja, ja, ich habe auch so ein bisschen, also schreit habe sie so ein bisschen rum. Ich sehe jetzt aber gerade nichts. Aber ich mich nachts tatsächlich nicht so wohl fühle. Wir haben hier Leute drin. Hä? Hier sind Leute reingesprungen. Sind die im wo reingesprungen? Hier ist mal noch das Tor offen. Ich weiß nicht, wo der große Platz ist. Wobei der eine jetzt gerade raus ist. Hier ist er. So, einer, der hier war, haben wir tot. Ja, ich bin jetzt hier gerade draußen auf dem Aussichtsturm. Ich versuche jetzt mal den großen von hier oben zu. Kriegen mit dem Brandfallen. Ich kann keine Ahnung mehr dran. Wo ist er denn jetzt? Perfekt. Oh, ich habe noch mal 2 Beine und einen Arm aufgehängt.
Also vom Gefühl her habe ich hier mindestens 5 Stück, die unter dem Turm stehen, wo ich draufstehe. Ja, man hört auf jeden Fall, dass einiges nahe ist. Nur das Problem, ich versuche. Wenn es 5 große sind, komme ich definitiv nicht drauf. Nee, also aber unter dir rennen auf jeden Fall welche rum, ja. Sehe ich von hier aus definitiv, da rennen welche um deinen Turm herum. Die Aussichtsplattform. Kev müsste dir eigentlich auch sehen von dort, wo er ist. Ja, steht. Minimum einen. Weil ich jetzt nicht weiß, ob mehr oder mehr rumrennen. Kannst du sehen, ob der Große noch lebt? Steht auf jeden Fall ein Großer vorne. Also quasi, ja, zu mir gewandt, quasi. Mal warten, bis der wieder losrennt. Vielleicht müsste man sich von oben hier mal so einen Turm bauen und dann darüber so eine Hängebrücke. Das könnten wir theoretisch machen, als nächstes Mal einen Angriff nehmen, dass wir von dem Turm aus eine Hängebrücke bauen. Ich könnte ja von gucken, ob ich den Turm von hier oben schon mal setzen kann. Achso, dass man von da draußen da hochklettern und kann dann rüber über die. Genau, und dann über den, dann auf den, ne, dann einen Turm und dann irgendwie von innen noch einen Turm und dann eine Hängebrücke, dass man dann von hier oben wieder weg kann. Na, hier ist ja noch ein Turm, hier drüben. Im Wasser. Direkt vor dir. Ja, aber, da kannst du keine, keine Brücke dran setzen, keine Hängebrücke. Ich teste das jetzt einfach mal hier. Hab den da jetzt mal gesetzt. Ich baue erstmal hier die Fallen wieder auf unter deinem Turm hier. So, einen hat's glaube ich erwischt. Der Große ist gerade reingerannt. Bringt das gegen die Großen was? Ja, der ist tot. Jetzt ist er tot. Ich hoffe, ich konnte helfen. Ja, das ist sehr schön. Ich komme jetzt mal wieder runter. Ich habe nämlich auch keine kleinen mehr. Vielleicht könnten wir uns sogar jetzt raustrauen, weil ich bräuchte nämlich mal wieder ein bisschen Rüstung. Also hier draußen scheint gerade keiner zu sein. Es wird auch gerade wieder hell. Ich baue jetzt hier einfach mal den Turm. Ich teste das jetzt einfach mal. Ich gucke gerade, ob ich hier einen zweiten was setzen kann. Hier ist eine Baumbrücke. Ja, den sollten wir vielleicht so setzen, dass wir die Brücke dann auch gut ziehen können, ne? Ich gucke gerade, wo der Turm war. Lagerung, Essen, Unterkünfte, Feuer. Warte, wo war das denn? Das ist die Plattform. Ist der Baum schon wieder hier weggespawnt? Das gibt's doch nicht. Das ist eigenes Fundament, glaube ich, ne? Ne, die Plattform ist das. Die Frage ist, wie hoch muss er gehen? Reicht das so, wie ich das setze jetzt hier? Siehst du das? Also von hier kann man gerade nichts erkennen. Das ist aber egal, wie hoch der geht. Ich kann ihn jetzt hier setzen. Da kannst du von außen einen Seil dran machen, dann kannst du da auch hochklettern. Machen wir das hier mal wieder auf, ne? Ah, hier ist auch noch ein Tor, gut zu wissen. Wollte hier gerade durch.
Ja, stimmt, das wollte ich machen. Auch wieder rausgehen. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte.